Ich bin bereit. Nightmare on Elm Street, das Horror-Franchise, wo einen Pizzagesicht Freddy in genau den Momenten verfolgt, wo man eigentlich am verwundbarsten ist, in seinen Träumen. Und Regisseur Wes Craven hat durch diesen Charakter einige Elemente aus seiner persönlichen Vergangenheit verarbeitet. So hatte er während seiner Schulzeit beispielsweise einen Bully namens Fred Krueger, den er einerseits als Bösewicht in The Last House on the Left verwertet hat, der Krug heißt, und dann das zweite Mal in A Nightmare on Elm Street als Freddy Krueger. Außerdem gab es eine Szene, wie Wes Craven beschrieben hat, wo er 10 Jahre alt war und einen Obdachloser durch sein Fenster irgendwie beobachtet hat und dem hat er irgendwie das Gewand, das Freddy Krueger anhat, nachempfunden. Außerdem hätte das Konzept für den Charakter irgendwie noch grauslicher sein sollen. Also es war geplant, dass Freddy Krueger Teile vom Gesicht fehlen, dass man dadurch die Zähne sehen kann, dass ihm aus gewissen Stellen Eiter herausläuft. Nur der Special Effects Mann hat gemeint, dass das für einen Schauspieler nicht wirklich umsetzbar wäre und eine Puppe wäre schwieriger zu filmen. Deswegen wurde das Ganze dann fürs Original-Franchise etwas abgeändert. Im Remake allerdings wurden dann diese Special Effects eigentlich diese Freddy-Maske von Jackie Earle Haley, die zugegebenermaßen bei den Fans des Franchises nicht wahnsinnig gut angekommen ist, ist dadurch ehrlich gesagt näher an Wes Cravens Originalvision als die bekannte Maske von Robert Englund. Allerdings ist es halt mehr oder weniger irgendwie zerlaufener CGI-Käse, was das Ganze dann trotzdem irgendwie nicht ganz so scary wirken lässt. Und außerdem ist noch erwähnenswert, dass Freddy Krueger in der Originalvision von Wes Craven kein Kindermörder, sondern ein Kinderschänder war, was dann allerdings für den Charakter ebenfalls geändert wurde. Und ein weiteres Element war, das dann zum ersten Mal wirklich im Remake thematisiert wurde, weil selbst bis Freddy vs. Jason hielt man mehr oder weniger die Illusion aufrecht, Fred Krueger wäre nur ein Kindermörder gewesen. Zwar könnte man sich einreden lassen, dass es so gewisse Elemente gibt, wo man dahingehend anspielt, aber es wird nie definitiv gesagt, was jetzt der wahre Hintergrund von Fred Kruegers Gräueltaten war. Ein weiteres interessantes Piece of Trivia ist, die Worte Elm Street werden in dem ersten Film Nightmare on Elm Street kein einziges Mal gesprochen. Achtet darauf. Und was ich auch sehr witzig finde, ist das erste Mal, wo Robert Englund seine ikonische Krallenhand anprobiert hat, hat er sich dran geschnitten und seine Performance von Freddy Krueger basiert lose auf Klaus Kinskis Nosferatu. Außerdem hat auch Robert Englund gemeint, dass so gewisse Elemente aus der Persönlichkeit und der Art, wie sich Freddy Krueger bewegt, aus seiner Vergangenheit irgendwie stammt. Aber genug fürs Anfangsgelaber. Ich denke, wir stürzen uns jetzt mitten ins Geschehen und schauen einmal, wie A Nightmare on Elm Street beginnt. Und mein erster Gedanke ist ehrlich gesagt, dass ich irgendwas beim Fernseher verstellt habe. Weil die Leute, die vielleicht in den 90er Jahren diese ersten Full-Motion-Videogames gespielt haben, die kennen das noch, dass Videosequenzen aus diesen Spielen nur so ein kleines Teilchen vom Bildschirm benutzen und der Rest bleibt schwarz. Aber von einem Spielfilm bin ich ehrlich gesagt etwas anderes gewohnt. Und trotzdem, ich muss aber zugeben, auch wenn man nicht das ganze Bild damit ausfüllt, es passt irgendwie, weil drunter werden dann die Credits eingeblendet. Und vor allem, was mich so beeindruckt an dieser Sequenz, binnen weniger Sekunden baut dieser Moment wirklich Atmosphäre und wirklich Spannung auf. Vor allem, weil danach direkt eine Traumsequenz kommt und wir haben eine passende Musik, und zwar eine, muss man schon sagen, konventionelle Kameraführung, aber eine, die trotzdem sehr geschickt gewählt ist, dass die Atmosphäre dieser ersten Boiler Room Scene wirklich toll aufgebaut ist. Abgesehen davon, dass das ein Schaf plötzlich in dem Gang steht, weil keine Ahnung. Und
In der dritten Filmminute sehen wir dann zum ersten Mal schon wieder Freddys Klauenhand, die langsam irgendwo entlang kratzt. Plötzlich taucht er hinter unserer Träumerin auf und ich muss eines zugeben, was mich besonders fasziniert an dieser ganzen Szene ist die Tatsache, wir sehen Freddy Krueger eigentlich nicht. Wenn man genau darauf achtet, wir sehen im ganzen Nightmare on Elm Street Teil 1 Freddy Krueger eigentlich meistens irgendwo im Schatten oder im Hintergrund. Wir können zwar sein verunstaltetes Gesicht meistens erkennen / erahnen, aber es ist nie so, dass wie in späteren Filmen beispielsweise voll mit der Lampe draufgehalten wird, dass wir auch nur jede einzelne Narbe perfekt erkennen können. Unsere Träumerin wacht auf, hat plötzlich ein Loch im Nachthemd und das Einzige, was ihre Mutter zu ihr sagen kann, ist, sie muss entweder aufhören, schlecht zu träumen oder sich die Nägel schneiden. Und irgendwie komisch, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich ins Bett lege, dann sage ich nur, heute träumen wir mal wieder kurz schlecht. Ah, schneid mal kurz noch vorher die Nägel, weil sonst ist das Nachthemd wieder kaputt. Vor allem wirklich perfekt gerade 4 Grad, nein, ist ja egal. Und in der vierten Filmminute, und das muss ich echt sagen, der Film baut seinen Charakter und baut seine Spannung hervorragend auf, weil gerade nach dieser tollen atmosphärischen Traumsequenz hören wir dann zum ersten Mal den Freddy Kinderreim. Und man muss sagen, damit ist Freddy Krueger eigentlich der einzige Kultkiller aus Horrorfilmen, der wirklich ein eigenes Gedicht spendiert bekommen kann. Dann lernen wir schon in der fünften Minute unsere Hauptcharaktere des Films kennen und ist das Johnny Depp? Geil. Nightmare on Elm Street ist die allererste Filmrolle von Johnny Depp und das Witzigste daran ist eigentlich die Hintergrundgeschichte, wie Johnny Depp überhaupt zu dieser Rolle gekommen ist, weil er hat seinen Freund eigentlich nur zum Casting begleitet. Dieser Freund heißt Jackie Earl Haley. Und der wurde dann nicht genommen für die Rolle, stattdessen hat man gemeint, Depp könnte es doch auch einmal probieren, hat dann die Rolle letztendlich bekommen und was das Ganze, finde ich, noch lustiger macht, ist, dass dann Jackie Earl Haley in vielen, vielen Jahren später dann im Remake von Nightmare on Elm Street die Rolle des Freddy Krueger gespielt hat. Und es kommt dann ein seltsames Zitat, wo sie alle am Anfang schon ein bisschen über ihre Träume reden und dann sagt ein Charakter, vielleicht kommt ein großes Erdbeben. Man sagt, dass davor alles komisch ist. Der andere legt ihr die Hand auf die Schulter, grinst und sie gehen aus dem Bild wie in einer alten Fernsehserie, wo daraufhin ein Schwarzbild kommt. Und ich muss zugeben, wenn vor einem Erdbeben alles komisch wird, dann würde ja jedes Mal, nachdem ich einen Film von The Asylum gesehen habe, das Haus schütteln. Und ich glaube nicht, dass das wirklich so gut kommen würde. Was mir auch auffällt, im Gegensatz zu Freitag der 13., Nightmare on Elm Street hat Humor. Eine richtig coole Szene ist, wie Johnny Depp seine Mutter anruft und im Hintergrund irgendeine Geräuschkassette laufen lässt, wo man zuerst irgendwelche Flughafengeräusche hört und die beiden Mädels, die bei ihm sind, sie gehen in Spulen dann vor. Plötzlich gibt es eine Schießerei, Explosionen, Unfälle und so weiter. Und das ist wirklich witzig. Trotzdem muss ich zugeben, Johnny Depps Charakter in dem Film ist irgendwie lahm. Ich meine, ich will nicht sagen, Johnny Depp spielt, finde ich, für einen jungen Schauspieler nicht schlecht, aber auch nicht wirklich herausragend. Also ganz ehrlich, wenn man sich die Performance anschaut, zu sagen, das ist der nächste größte Star von Hollywood, eher weniger. Vor allem, weil sein Charakter im Laufe des Films zwar, könnte man fast sagen, die zweitgrößte Rolle unter den jungen Schauspielern gleich nach Tyler Langenkamp, aber so wirklich perfekt zur Geltung kommt er nicht und bei dem Gedanken kriege ich dann immer irgendwelche The Tourist Flashbacks. Und es gibt dann irgendwie einen Jumpscare vor dem Haus, beim Sleepover gibt es aber, muss ich zugeben, eine durchaus gelungene Atmosphäre. Und was der Film, finde ich, recht gut macht, ist, er spielt sehr schön mit seinem Traumelement. Man erkennt nicht immer in der ersten Sekunde, was ist jetzt wirklich ein Traum, was ist jetzt in wirklich, ja. Und wir sehen dann zum Beispiel den nächsten Traum, wo Freddy plötzlich ganz lange Arme hat und wie er läuft, ja, hervorragend. Und sein Gesicht ist immer noch weitestgehend im Schatten und dann kommt eine interessante Szene, weil Freddy schneidet sich 2 Finger ab. Interessanterweise spritzt Blut nur aus einem davon raus. Keine Ahnung, wie das Durchblutungssystem von Freddy Krueger funktioniert, aber ich tippe mal auf so nicht.
Und unsere Charakterin zieht Freddy dann das Gesicht ab. Und ich muss zugeben, wenn wir dann Freddys Skelett oder so durch diese Maske sehen, mich erinnert das so stark an einen anderen Film, beziehungsweise an irgendein Poster zu einem Film, aber ich kann einfach nicht den Finger drauf halten, welcher das ist. Sie stirbt dann im Traum und auch in echt, eine der, finde ich, besten Szenen des ganzen Films, wo sie langsam von Freddy auf die Decke in diesem Schlafzimmer gezerrt wird und dann die Krallenhand quer über den Körper gezogen bekommt, dann runterfällt und tot ist. Und da muss ich, im Fernsehen hören wir dann nachher eine kurze Berichterstattung drüber, wo es mehr oder weniger heißt, sie wurde von einer Rasierklinge oder einem ähnlich scharfen Objekt verletzt. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, eine Rasierklinge und sie müsste theoretisch so lange perfekt stillhalten, dass man mit dieser Rasierklinge 4 genau parallele Kratzer machen kann. Ich weiß nicht, ich glaube, das hätte der liebe Herr Fernsehjournalist ein bisschen besser recherchieren können. Aber wir haben schon unseren nächsten Charakter vor uns, denn als Polizist und Heather Langenkamps Vater, John Saxon. Den großartigen John Saxon. Und es gibt dann als nächstes eben die Szene der Freund von derjenigen, die vorher gestorben ist, wird verdächtigt. Er fasst sich Heather am Straßenrand, zerrt sie nach hinten in den Wald. Sie reagiert so, wie jeder, glaube ich, in ihrer Situation das definitiv tun würde. Sie fragt ihn ganz ruhig, hast du es getan? Und nachdem er sagt, nein, glaubt sie ihm alles. Sie glaubt ihm sogar so sehr, dass sie ihren Vater versucht, davon abzuhalten, ihn zu verhaften, weil der ja als Polizist überhaupt keine Pflichten oder sonst irgendwas hätte. Und mehr oder weniger das Gesetz sich doch locker von, ach, Daddy, bitte, aushebeln lässt, oder? Und ein weiterer sehr cooler Traum ist dann, wenn Heather Langenkamp in der Schule einschläft, und dann sieht sie diesen Leichensack, der von Freddy durch den Gang gezogen wird und komischerweise, literweise Blut verliert dabei. Und langsam frage ich mich nur eines, ist Freddy Krueger ein Masochist? Weil nachdem er sich schon im letzten Traum 2 Finger abgeschnitten hat, geht er nun her mit seiner Messerhand und schneidet sich die Brust mehr oder weniger auf. Und was mich noch wundert, ich meine, die Träume sind ja eigentlich Träume für die Leute, die träumen. Nur Freddy innerhalb der Träume ist eigentlich doch irgendwie real. Das heißt, tut ihm das nicht irgendwie weh, wenn er sich dauernd irgendwelche Sachen ab- oder aufschneidet? Und vor allem wegen dieser Maden, da würde ich dringend zum Arzt gehen, Freddy, gell? Außerdem, was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass die Tatsache, welche Verletzungen man in der Traumwelt sich zuzieht, die übertragen sich auch auf die wirkliche Welt. Das hat man vorher durch den Tod gesehen und jetzt dadurch, dass Heather Langenkamp sich aus der Traumwelt dadurch befreien kann, dass sie sich verbrennt. Und es wird langsam aber sicher immer mehr das Mysterium rund um Fred Krueger aufgebaut. Die Leute erzählen sich von ihren Träumen und wir sehen irgendwie eine wirklich coole Aufnahme, wo Nancy, also Heather Langenkamp, in der Badewanne schläft und sich Freddys Hand langsam durch dieses Wasser nach oben bewegt. Das sind wirklich tolle Aufnahmen und Sachen, die Spannung wirklich nach oben treiben. Und irgendwie finde ich, dass der Film es schafft, ein Mysterium rund um seinen Hauptcharakter aufzubauen, den beispielsweise ein Jason nie wirklich hatte. Nach eben dieser Badewannenszene, Nancy wacht irgendwie panisch auf, ihre Mutter schafft es dann mit einem Stück Draht, das sie zufälligerweise eingesteckt hat oder sonst irgendwo in 2 Sekunden gefunden hat, diese Tür aufzubrechen, weil sie ja scheinbar der nächste Panzerknacker ist, und kann Nancy dann nach einem ziemlich schlecht geschnittenen Aufwach und aus der Badewanne aufsteht, Dingsbums, irgendwie in die Arme nehmen. Und mittlerweile werden unsere Charaktere aber zugegebenermaßen recht clever, weil Nancy meint zum Beispiel, sie möchte jetzt dann ganz gerne schlafen und Johnny Depp soll sie dabei bewachen. Der Traum fängt an, sie fragt dann noch einmal nach, hey Deppi, schlafst du eh? Er schaut aus einem Baum hervor, ja, ja, weil ich sagen muss, wenn er schon in der Traumwelt ist, dann ist das vielleicht nicht das beste Zeichen. Sie geht zur Polizeistation, sieht, wie dort sich Freddy über eben den inhaftierten Freund von ihrer Freundin hermacht, und das Ganze ist wirklich wieder atmosphärisch und spannend aufgebaut mit Nebel und einer wirklich tollen musikalischen Untermalung, vor allem wenn sie dann von Freddy verfolgt wird und die Musik so richtig treibend wird. Und einer meiner Lieblingsszenen von dem ganzen Film ist, wie sie dann versucht, die Treppen nach oben zu laufen und ihre Füße einsinken in dieser Mischung.
Ich habe versucht herauszufinden, aus welchen Materialien diese Stiegenmischung gemacht wurde. Und wenn man in der IMDb nachschaut, es haben sowohl Heather Langenkamp als auch Wes Craven als auch der Special Effects Mann komplett andere Rezepte für diese Stiegenmischung genannt. Also scheinbar wissen es heutzutage wohl nicht mal mehr die, woraus sie das wirklich gezimmert haben. Und es gibt dann einen recht spannenden Kampf noch mit Freddy Krueger in ihrem Zimmer. Und ich muss zugeben, auch Freddy agiert relativ klug in dem Film, weil er schafft es, den Kerl in der Polizeistation so zu killen, dass es letztendlich nach Selbstmord aussieht. Und das ist irgendwie das Nächste, was Jason nie vollbracht hat. Der Polizist hat, glaube ich, noch nie gesagt, also ich denke, die Machete, die da in dem Rücken steckt, das könnte sich selbst zugezogen haben. Oder irgendwie wie diese Szene in dem coolen Leslie Nielsen-Film Schwer verdächtig, wo der Polizist meint, ich glaube, wir können Selbstmord ausschließen, und vor ihm liegt die Leiche mit ungefähr 25 Pfeilen in sämtlichen Körperöffnungen. Und das, was mich nur ein bisschen wundert, ist, nachdem dieser Selbstmord passiert ist, fragt John Saxon plötzlich seine Tochter, ob sie glaubt, dass der Typ unschuldig war. Und ich muss zugeben, sich selbst in der Polizeizelle umbringen, ist, glaube ich, jetzt nicht der beste Indikator für unschuldig, oder? Und trotzdem, keine Ahnung, was das Ganze in Wirklichkeit soll. Nein, sie beschreibt dann diese ganzen Sachen von Freddy und die Eltern schauen wirklich nur komisch rein, was für mich am Anfang immer gewirkt hat wie schlechtes Schauspiel, aber wenn man dann draufkommt, warum die Eltern so komisch reinschauen und dass sie in Wirklichkeit eh alles wissen quasi, was ihnen Nancy gerade erzählt, dann ist das Ganze durchaus nachvollziehbar. Wir bekommen eine recht gute Einführung, dass man Sachen aus der Traumwelt mit nach draußen nehmen kann, dadurch, dass Nancy in einem Schlaflabor ist und plötzlich Freddys Hut mit hat. Und ich weiß, dass das Ganze jetzt vielleicht wieder so ein relativ abwegiger Gedanke von mir ist, aber wenn man Sachen aus der Traumwelt mitnehmen kann, wieso träumt dann Nancy nicht einmal ganz schnell zwischendurch von einem kleinen Lottogewinn oder sonst irgendwas? Gut, die Erklärung dafür wäre wirklich interessant, aber bei der Traumlogik ist mehr oder weniger zugegebenermaßen eh alles erlaubt. Ja? Und wir sehen dann die nächste Szene, wo Nancy nach Hause kommt und ihre Mutter sagt, komm in den Keller, ich muss dir was zeigen. Mama, du machst mir Angst. Ja, unten im Keller erzählt dann die Mutter Nancy die ganze Geschichte von Fred Krueger und sie hat sogar seine Clownhand aufbewahrt mitten im Kamin, weil man scheinbar nicht mehr einheizt in Amerika, keine Ahnung. Und Nancy versucht dann, Johnny Depp zu erreichen, nachdem sie aber irgendein komisches Kratzgeräusch am Telefon hört, reißt sie das Telefon aus der Steckdose und es kommt dann zu einer wirklich genialen kurzen Traumszene, wo Fred Kruegers Zunge unten aus dem Telefon rauskommt. Und in der 65. Minute, Spoiler, Spoiler, ist dann Johnny Depps Ende auch gekommen und man muss zugeben, er hat wirklich die coolste Endszene in diesem ganzen Film bekommen, weil Freddy zerrt ihn in sein Bett hinein und dann fließt eine richtige Blutfontäne nach draußen, die mehr oder weniger das ganze Zimmer füllt und Johnny Depps Mutter kommt rein und schaut nur so in etwa wie Eddie Murphy in diesem Kindergartenfilm, wo ihm das Kind sagt, es hatte fast getroffen und Eddie Murphy geht dann rein und ja, herrlich. Auf jeden Fall ist Nancy jetzt mittlerweile dann doch von der Idee, dass Freddy Krueger aus dem Weg geräumt gehört, relativ überzeugt und beginnt ihm irgendwie Fallen zu stellen. Also ihr Plan ist, dass sie Freddy in der Traumwelt irgendwie festhält, dann in die Realität bringt und dort ausschaltet. Und die Fallen, die sie konstruiert hat, ich meine, ich weiß, ich mache oft MacGyver-Witzchen, aber McNancy ist wirklich schon fast noch untertrieben, weil zum Beispiel es gibt eine Falle, die sie mit einem Lifesaver, mit irgendeinem Zucker macht und für den Fall könnte man es fast als Life-Ender dann umbenennen und es ist eine wirklich komplexe Falle mit verschiedenen Elementen und Ebenen und mehrere Geschichten. Ich meine, ich muss sagen, jetzt weiß ich zumindest, von wem Jigsaw gelernt hat und sie hält dann Freddy, sie kämpft mit Freddy im Traum. Sie wacht auf und hält irgendeinen Zaun in der Hand, Schnitt, der Zaun ist weg. Und dann gibt es irgendwie diesen tollen Moment der Ruhe, wo sie sich umschauen kann und sagen, scheinbar hat es nicht funktioniert. Und plötzlich ist Freddy da und der Kampf in der Realität geht weiter. Und
Was ich wirklich sehr nett finde, ist Freddy verfolgt dann Nancy. Sie rennt nach draußen an der Tür, schaut die Tür zu und dann in aller Ruhe befestigt sie den Draht, um diesen Hammer auszulösen, wenn Freddy die Tür aufmacht. Was auch sehr nett ist, finde ich von ihr, ist, dass sie zwar dafür gesorgt hat, dass Freddy dann die Stiegen runterfällt, aber dass sie zumindest eine riesige Matratze dort aufgelegt hat, dass Freddy im Endeffekt weich landen kann. Sie hat eine Stolperfalle mit einer Explosion im Wohnzimmer versteckt, wo ich mich frage, sind wir in Amerika oder in Vietnam? Und im Keller fackelt sie Freddy dann letztendlich ab. Und der coolste Teil von diesem brennenden Freddy ist meiner Meinung nach der, wo sie dann später draufkommen, dass Freddy doch nicht getötet wurde, indem das im Teppichboden diese brennenden Fußabdrücke sind. Und Krueger killt dann unterwegs noch Nancys Mutter und das war's mehr oder weniger, weil Freddy ist frei. Wir wissen alle, was das heißt, oder? Sequels! Und zwar gleich 6 davon. Aber das Ende des Films ist, finde ich, relativ wirklich sehr, sehr komisch, weil Freddy attackiert dann wieder Nancy und verschwindet, weil sie nicht mehr an ihn glaubt. Dann geht sie nach draußen und alle ihre Freunde sind plötzlich wieder da und auch ihre Mutter lebt noch. Nein! Nein, Film, du kannst dich nicht selbst so ruinieren. Nein, zum Glück haben die Macher von Nightmare on Elm Street mehr auf dem Kasten. Das Ganze war mehr oder weniger nur ein Teaser oder irgendein, könnte man sagen, noch so ein letzter Traum-Twist fürs Ende, weil man ja im Endeffekt weiterhin noch Sequels aufbauen wollte. Recht cool gemacht, finde ich, dadurch, dass Nancy mit ihren Freunden an ihren Auto einsteigt und wenn dann das Dach sich hochklappt, sehen wir die Streifen von Jason und sie fahren mehr oder weniger panisch weg. Die Mutter wird wieder durch die Tür reingerissen, also es war dann doch im Endeffekt zum Glück der ganze schwachsinnige Teil nur ein Traum, was ihn dann natürlich im Endeffekt gar nicht schwachsinnig macht, sondern ein relativ cooles, nettes Teaser-Twist-Ending für den Schluss des Films. Und muss zum Abschluss, möchte ich noch ganz kurz loswerden. Für mich ist Freddy einer der, wenn nicht sogar der coolste Horrorfilm-Killer aller Zeiten. Weil ein Jason oder ein Michael Myers sind zwar recht, wie könnte man sagen, recht furchteinflößende Killermaschinen zu einem gewissen Teil, aber sie sind für mich als Charaktere nicht wirklich interessant. Sie haben keine Gestik, sie haben keine Mimik, sie stehen nur irgendwie da, Charaktere fürchten sich vor ihnen, dann gehen sie, Leute fürchten sich weiter, sie gehen, die Leute rennen, sie holen sie dann im Endeffekt trotzdem wieder ein, weil, und irgendwie mir fehlt dieses Charakterelement des Killers. Und auch wenn der Freddy Krueger in Nightmare on Elm Street Teil 1 noch wirklich ernst und nicht so humorvoll ist wie dann in späteren Filmen, wie vor allem im 6. Teil, er hat eine Persönlichkeit, er hat einen Charakter, er hat eine, finde ich, wesentlich interessantere und vielschichtigere Backstory als ein Jason oder ein Michael Myers. Und für mich macht ihn das als Charakter interessant, er hat Charisma und vor allem muss man zugeben, Robert Englund spielt ihn fantastisch. Und was noch dazu kommt, während Jason und Michael Myers von vielen verschiedenen Schauspielern gespielt wurden, es gibt nur einen Freddy Krueger. Von Nightmare on Elm Street Teil 1 bis hin zu Freddy vs. Jason gab's nur einen Freddy. Lediglich fürs Remake wurde der dann meiner Meinung nach leider ausgetauscht. Aber trotzdem, das macht den Charakter, finde ich, noch viel interessanter. Wes Craven's A Nightmare on Elm Street ist ein wirklich hervorragender Horrorfilm. Der Streifen schafft es nicht nur in den Traumsequenzen, sondern auch in der Realität, wo dann langsam das Mysterium rund um den Charakter und den Killer Fred Krueger aufgebaut wird, den Zuschauer wirklich in seinen Bann zu ziehen und Spannung aufzubauen. Der Film unterhält durchgehend, der Film hat keine langweiligen Minuten und der Film ist vor allem durch seinen teilweise ziemlich unberechenbaren Wechsel von Traumwelt und Realität sehr, sehr, sehr atmosphärisch, abwechslungsreich und spannend ausgefallen. Der Charakter von Freddy Krueger ist hochinteressant, wird von Robert Englund hervorragend gespielt und ist meiner Meinung nach das wahre, wahre Highlight an diesem Film. Für mich bleibt Nightmare on Elm Street einer der coolsten Horrorfilme aus Amerika und man kann ihn selbst Jahrzehnte nach seiner Entstehung, finde ich, bedenkenlos weiterempfehlen.